Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ha, geil. Geil, nicht schlecht. Heute ist mal wieder ein Kindheitstraum von mir dran, zaubern lernen. Und zwar habe ich eine Stunde Zeit, so viele Tricks wie möglich vom Zauberweltmeister Alexander Stropp zu lernen, um dann am Ende für Julia, Simon und Doreen eine eigene Zaubershow zu geben. Geil! Das ist eigentlich voll so ein Kinderding, oder? So eine eigene kleine Zaubershow. Wie kannst du das? Hä, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Geil. Zaubern lernen in einer Stunde. Kann ich innerhalb von einer Stunde so eine kleine Zaubershow lernen? Mit Alexander Stropp. Hä? Zaubershow lernen. Mit Alexander Stropp. Ja gut, die kommt ja aus der Hand da. Was geht? Sagst du ja, nein, was geht? Was geht? Du willst heute zaubern. Ich will zaubern. Lernen. Aber das ist doch unfair, wenn du Pause machst und es dir zweimal anguckst. Ganz kurz, hast du jemals schon mal so auf YouTube Zaubertricks gezeigt? Okay, das ist also Premiere. Ja. Ich bin gespannt. Eine Stunde, Zauber lernen, Timer, let's go. Okay. Alles klar. Du brauchst erstmal ein Kartenspiel. Yes. Viel Spaß damit. Ich nehme ja auch schon mal ein Kartenspiel. Und jetzt machst du erstmal die Basics, gell? Ja, machst du erstmal die Basics. Ja? Und dann geht's raus, rauf auf Mount Everest. Du nimmst eine Karte im Prinzip, wie die Herz 10. Und 1, 2, 3, die Herz 10 verwandelt sich in das Pik Ass. Hä? Was? Mach das nochmal. Das ist zum Beispiel ein Satz, den wirst du sehr oft hören. Ja. Du sagst immer, nein. Ja, geil. Du nimmst die oberste Karte. Ja. So, während du das hier machst und während du hier die Karte zeigst, schiebst du mit deinem Daumen hier die nächste Karte ein bisschen nach vorne. Ja. Gehst wieder zurück und bleibst mit einem kleinen Finger hier drunter. Das nennt sich Pinky Break. Mhm. So, das macht es dir gleich einfacher, die Karten abzunehmen. Du nimmst beide Karten von oben vom Kartenspiel. Wenn du im Prinzip hier zusammenschnippst, dann passiert in Slow Motion das hier. Die Karten drehen sich einfach rum. Ah. Weil du das im Prinzip so schnell machst, sieht man das im Prinzip einfach nicht. Das heißt quasi so? Ja, mit dem Mittelfinger hast du ein bisschen mehr Platz, aber das ist ja eh so. Ja, das ist dein Mittelfinger. Kein Problem. Ist bei jeder Hand anders. Oh, nee. Genau. Muss halt aufpassen, dass das keine Hand bei dir trifft. Ja. Zack. Genau. Und das mache ich, während ich runterlege. Genau. Das ist schon krass, oder? So. Ich glaube, es ist halt sehr viel Movement, Fingerspitzengefühl, bam, bam, Ablenkung, dieser bam, 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 mäßig. Zack und zack. Okay, das war auch sehr langsam wahrscheinlich. Sehr langsam, aber es gibt noch eine leichtere Methode davon. Dann nimmst du statt die Ecke und während du schüttelst, verwandelt sich dann die Karte so. Das sah voll krass aus. Ne, das sieht man davon nochmal. Ja, das sah schon nicht schlecht aus. Wenn du ihn auf Kamera zeigst, einfach mit der Hand aus dem Frame, kurz raus und wieder rein. Natürlich sind solche Kartentricks nur der Anfang beim Zaubern. Wenn ich mir überlege, was Alex alles schon bei seinen Shows gemacht hat, Zaubern ist echt eine super, super faszinierende Kunst. Und ich muss echt sagen, es gibt kaum eine Sache, wo ich am Ende immer so denke, what the fuck, wie funktioniert das? Illusionskünstler, ne? So, dann habe ich das hier. Dann mache ich. Sehr schön, der war gut, der war gut. Da fühle ich mich schon mal halbwegs comfortable mit. Krass, okay, next one. Zieh mal eine Karte. Schau sie an, Alex. Aber wo ich tatsächlich ein bisschen. Jetzt bin ich mich gerade überlegen, dieses Thema mit einer Stunde, ja, diese künstliche Zeit-Challenge darunter, ist die wirklich nötig? Was würde ich geiler finden? Ich glaube, er hat eine Stunde genommen, so nach dem Motto, okay, krass, eine Stunde nur, ich will auch zaubern lernen. Spricht vielleicht mehr Leute an, weil die dann sagen, okay, innerhalb von einer Stunde, das möchte ich auch können. Ich würde es aber fast noch geiler finden, wenn er sich so einen Tag oder zwei, drei Tage oder so Zeit genommen hätte, um die Dinger dann wirklich richtig geil zu lernen. Zeig's in die Kamera. Ja. Hast du? Ja. Gib mir die Karte verdeckt zurück. Die Karte kommt hier irgendwo in die Mitte vom Spiel rein. Ja, pass auf. Und wenn ich jetzt einmal in die Finger schnipp, springt deine Karte ganz nach oben. Wäre der Hammer, oder? Ja, das wäre Hammer. Nee. Dann waren es zwei Tricks im einen. Sie ist nach oben gesprungen und hat sich in die Pik 2 verwandelt. Ja, das ist... Zweite oberste Karte auch nicht denken? Nee. Sicher? Ja. Pass auf. Dann mache ich was anderes. Wenn ich jetzt einmal in die Finger schnipp, dann drehen sich alle Karten mit dem Gesicht nach oben, außer eine einzige Karte, die bleibt zurück. Und das ist... What the fuck? Aber das ist doch schon eher. Das war so ein Twist, man denkt so, ja gut, es liegt die da. Aber nein, du drehst das ganze Kartenspiel nochmal. Hey, und den bringe ich dir jetzt gleich bei. Aber nicht auf Kamera. Okay, nicht auf Kamera. Ja. Zaubertricks, die will man ja wissen, wie zur Hölle geht das? Und jetzt weiß ich ja bei ein paar Tricks, wie es funktioniert. Und ich kann euch sagen, für mich hat es das irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Das hat ja, die komplette Faszination gekillt, die ich vorher bei diesen Tricks hatte. Also dieses Wissen wollen, wie es funktioniert, ist viel, viel geiler, als es tatsächlich zu wissen irgendwie. Ja, weil eigentlich ist die Methodik meistens wahrscheinlich ziemlich simpel, aber es ist halt Ablenkung, irgendein Manöver. Und wenn du es halt einmal gesehen hast, ist es so, ah, okay, na gut, klar.
Irgendwie weird, oder? Den geheimen Trick, den Alex mir gerade gezeigt hat, den sehen wir heute Abend. Und wir haben jetzt noch 27 Minuten, in denen ich jetzt von Alex was beigebracht bekommen kann. Deswegen zeig mal noch was. Halt mal fest. Ja. Der musste noch raus. Ich mache einen Kartentrick, den finde ich immer speziell. Und zwar kannst du eine Karte aus der Luft einfach erscheinen lassen. Finde ich nicht schlecht. Kannst du natürlich auch wieder hinlegen, kannst auch die Hand rückseite zeigen. Ist wichtig. Ja, du musst im Prinzip da ein bisschen flexibel auch sein. Also die Karte auch einfach mal wieder zurücklegen. Du nimmst eine Karte, ja, und dann machst du im Prinzip das Rock'n'Roll. Ja gut, die hängt halt hier hinten drin, ne? Gerade hier so, da irgendwie so. Roll, ja. So, jetzt machst du, die Karte kommt genau da rein. Jetzt kommt dein Zeigefinger hier hin, dein kleiner Finger geht hier hin. Die beiden drücken nach innen, so. Und gleichzeitig öffnest du die Hand. Ein bisschen schwierig. Du musst natürlich jetzt ein bisschen mit den Ecken aufpassen. Das reicht schon, weil wenn du deine Hand jetzt ein ganz kleines bisschen bewegst, verschwimmt das schon und du siehst es nicht mehr. Hallo! Und beim Zaubern ist super viel Feinmotorik und Timing, ja, und vor allem auch Performance gefragt. Alex meinte auch, das meiste bei einem guten Zaubertrick kommt nicht vom Trick selbst, sondern daher, wie du es performst. Ja. Ja, das sah gut aus. Geil, das heißt, drei Tricks habe ich jetzt schon mal, die man auch cool verbinden kann. Ich freue mich auf die Show, Alter. Letzte Viertelstunde. Ein Trick schaffen wir noch, oder? Ja, das ist dein Finale, dann würde ich sagen. Okay. Du musst nur aufpassen, wenn du die Karten rumdrehst, muss es wieder nach unten gedrückt sein. Das war die Stunde. Nach der Stunde mit Alex durfte ich quasi kein neues Wissen mehr dazu gelangen. Das heißt, mir durfte niemand mehr was erklären. Ich durfte keine Tutorials mehr schauen. Alles, was mir also überliebt, ist bis zum nächsten Abend, bis zur Zaubershow, die Tricks immer und immer wieder zu üben. Ah, okay, gut. Also er hat sie quasi in einer Stunde beigebracht bekommen und hat jetzt aber trotzdem noch bis zum nächsten Tag Zeit, die wirklich zu üben und so weiter. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und zu hoffen, dass sie einfach klappen. Die Show. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Meine erste Zaubershow jetzt. Ich bin sehr streng. Oh Gott. Jetzt bin ich doch wieder nervös. Ich weiß nicht, ob ich so leicht zu impressen bin, dass das Zaubern angeht. Bist du leicht zu impressen oder schwierig? So, schauen wir mal. Wir fangen mal ganz easy an. Wir ziehen einfach ein bisschen aufwärmen. Hier die erste Karte. Hier, was ist das? Kreuz. Kreuz. Drei. Karo 4. Karo 10. Das ist deine Lieblingskarte. Nee. Magst du besonders gerne? Welche Karte magst du denn besonders gerne? Kreuz 8. Oh, Herz Dame. Ich mag den Buben, glaube ich, ganz gern. Und Ass. Hat nicht ganz geklappt. Leider nur ein Karo. Okay. Ist auch okay. Ich bin noch Anfänger. Ich bin noch Anfänger. Okay. Wir fangen einfach mit einem einfachen Trick an. Zieh mal eine Karte. Dreh mich extra um. Merk dir die Karte. Das ist meine Karte. Hä, war da jetzt schon Trick 1? Ich hab nicht gerafft. Hast du gemerkt? Super. So, es gibt mir die so, dass ich nicht sehen kann. Ja. Ist irgendwo drin? Ja. Zack. So. Okay. Wie krass wäre es, wenn ich das dreimal drauf hau und die Karte nach oben springt? Irgendwo hier aus dem Deck. Deine Karte. Wird mich schon flashen. Das wäre ziemlich. Das wäre sehr krass. Oh, das Treffs. Fast, also war eine 8, das ist eine 7, das ist gut. Das ist deine Karte. Nein. Wir machen noch einen Versuch. Nee. Okay, mach du mal. Das ist deine Karte. Auch nicht. Also jetzt ist die Zahl zumindest mal richtig. Wir nähern uns, Leute. Mach mal anders, mach mal anders. Okay, pass auf, ich kann scheinbar keine Karten erscheinen lassen. Aber was ich machen kann, ist einfach das ganze Kartendeck. Ist alle Karten auf einmal umzudrehen. Hä? Das war ja verschickt. Bis auf eine. Ist das deine Karte? Ja. Ah, Mario. Also richtig kommt's noch nicht an, ne? Wow. Eine nicht. Das habe ich aber eben gesehen. Was hast du gesehen? Ich habe das eben irgendwie gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Ah, verdammt. Aber da sieht man halt auch, wie schwer das ist, ne? Und wie auch, du musst halt, glaube ich, auch ultra selbstbewusst rüberkommen, ne? Und nicht so. Ich bin sicher, ob du quasi von Anfang an genau das vorhattest und das alles andere nur so Trugschlüsse waren. Sag mal, stopp. 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 That's your card. Merkst du die Karte? Yes. Zeigst du in die Kamera? Mhm. So. Tschüss. Und pack die rein? Ja. Ja, in drei jetzt. Ja. Ich wollte bis drei runterzählen. Ach so. Warte. Gut. Ja, Es gibt ja keine Möglichkeit, dass ich jetzt irgendwie. Die wissen kann, wo die ist. Kannst du auch gerne nochmal mischen. Echt? Ja. Und ich glaube, das Mischen kam später erst. Ich feier's. Scheiße. Komm, wir machen das ganz anders. Entschuldigung. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Gemacht? Ich bin so geflasht bisher, Leute. Ich würde ihn buchen als oder als Comedian. Wir machen das anders, Okay. Okay, denk an deine Karte. Hast du sie vor deinem inneren Auge? Ja. Okay. Rot, schwarz, rot, schwarz, rot, schwarz, rot, schwarz, rot. Es ist eine rote Karte.
Mhm. Ist doch wieder eine schwarze Karte. Das ist eine rote Karte. Ja. Okay, Zahl oder Bild? Bild. Zahl. Bild. Zahl. Bild. Zahl. Es ist auf jeden Fall ein Bild. Es ist auf jeden Fall eine Zahl. Du bist echt schlecht. Hä? Okay, es ist eine Zahl. Und dann gucken. Hey, haben die sich die Zahl, die Karte, ach, die ist ja hier unten eingeblendet, ich Trottel. Haben die sich die jetzt ausgedacht? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bube, Dame, König, König. Ist das ein König? Mhm. 7 oder 8, ich bin mir nicht sicher. Ist es eine 8? Ja, wieso okay. Kannst du das? 7, 9, 10, ist es eine 10? Und jetzt ist die Frage, ob Pik oder Kreuz. Kreuz oder Pik. Aber war das die Karte, die jetzt gezogen hatte? Schon, ne? 10. Pik ist diese Sternchen nach oben, gell? Ja. Ist richtig. Hä? Herzkönig. Ja. Ja? Hä? Karos, eine Herz 8. Und dreh dich mal kurz um. Hinter dir ist eine Karte. Hä? Nicht. Ah, geil! Geil! Nicht schlecht! Hä, das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Zeig mal! Tada! Tada! Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich hab die random von gezogen, gell? Ja. Also das war ja jetzt gespielt, dass du an mir abgelesen hast, welche Karte das ist. Also es war gespielt, dass ich verkackt habe. Aber alles andere ist Magie. Du hast aber auch echt ein schlechtes Pokerface, ne? Ich habe mich nicht richtig konzentriert. Ich könnte das bestimmt besser. Applaus! Hä? Dankeschön. War schon so eine solide 8. Oh, hör mal. Also der letzte Trick. Der letzte war nicht schlecht. Eine Sache, die mich bei Zaubertricks einfach ultra geflasht hat, ist, wie simpel und genial die einfach sind. Also ohne Scheiß, der sich das ausgedacht hat, wie diese Tricks funktionieren, die ich da mache, 5000 IQ. Ach, und kurze Werbung jetzt noch auf Ehrenbasis. Wer jetzt auch Bock hat, beim Alex zaubern zu lernen, dem kann ich seine 60-minütige Masterclass empfehlen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und für meine Zuschauer gibt es noch einen Rabattcode, 10% mit dem Code Marius10. Gebt den einfach da beim Checkout ein und bekommt ihr 10% Rabatt. Danke Alex für den Rabattcode Ehre und danke fürs Zeigen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr seid gut alle ins neue Jahr gerutscht. Bis dann. Ja, nice. Schaut gerne bei Marius vorbei. Spannend. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was generell 2021 bei ihm jetzt so an Lern-Selbstexperimenten kommen wird auf dem Kanal.